Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire the Masquerade Bloodlines. Ich musste ein paar Sachen ändern, anpassen, wie auch immer. Wir haben, glaube ich, das letzte Video beendet mit diesem kleinen Bug, dass wir die Kamera nicht mehr bewegen konnten. Und es lag an dieser Einstellung, Mauslook, ups, ich mach mal eben die Fratze kleiner, die sich aus irgendeinem Grund aufgehoben hat, so wie ich auch keinen Use-Control-Button mehr belegt hatte. Es ist komplett irre. Ein paar Sachen, da werden wir später, werden wir uns das mal anschauen. Also erstmal, wir entscheiden uns, sie hier auszusaugen, denn A, wir sind in der Kampfzone und wir können das ohne große Probleme machen. Und B, ich glaube, das fällt unter Erlösen, auf jeden Fall. Eigentlich hätten wir Menschlichkeit dafür zurückbekommen sollen. So, unser Ziel ist ja jetzt nicht mit unserer Schusswaffengewalt, sondern mit unserer Faustwaffengewalt hier durchzugehen und uns den Weg zu bahnen. Den Weg habe ich noch so ein bisschen im Kopf, weil ich ihn vor ganz wenigen Minuten erst nochmal, ich hätte dich nicht gesehen, weil ich vor ganz wenigen Minuten hier nochmal durchgelaufen bin und mehrere Bugs identifiziert habe. Oder, naja, Bugs ist übertrieben. Ja, es waren schon Bugs. Aber Einstellungen, die sich zurückgesetzt haben, ohne jede Sinnhaftigkeit. Wie auch immer. Hier ist das Loch im Boden. Und ich stand vorhin locker halt 2 Minuten vor der Tür und habe versucht, die Tür zum Bischof zu öffnen. Geh. So. Da. Und es nicht geschafft, weil, wie gesagt, der Button nicht belegt war. Naja. Jetzt sollten wir in der Lage sein. Wir rüsten vielleicht schon mal eine Waffe aus. Und sobald wir da reingehen. Ups. Triggert ja eine Cutscene, ne? Kannst du bitte die Tür öffnen? Ich fasse es nicht, dass der Use-Button wieder nicht belegt ist. Doch, ist er. Ah. Unser Ziel war es ja. So, jetzt hat's geklappt. Okay. Können wir nachladen währenddessen? Nein, ist auch egal. Die Unterhaltung kennen wir schon. Wir gehen sie einmal ganz kurz durch. Ich sehe, du wurdest erleuchtet. Bist du auf der Suche? Suchst du die Wahrheit? Du bist am rechten Ort angekommen. Sie haben diese ganze Krankheit verursacht, oder? Pestilenz, Bruder, du musst geistig offener werden. Die Krankheit des einen ist dem anderen heilig. Wir von der Bruderschaft des Neunten Kreises haben diese irdischen Bezeichnungen abgelegt. Komm, empfange unsere heilige Kommunion. Wer zur Hölle sind Sie? Man nennt mich Bischof Wick, Hirte der verdammten, mitternächtlicher Führer durch die letzten Tage auf Erden. Reden Sie von Gehenna, das jüngste Gericht, Apokalypse, antiquierte Dogmen. Sie sind verrückt, Wick, geisteskrank, das ist keine Lösung. Bisschen zu hoch für mich, ich gehe mal wieder. Die Zeit für Worte ist vorbei. Dann komm schon, Wick. Oh nein, wir haben die. Oh, das ist ja, das ist ein bisschen frech, ne? Dass wir das jetzt automatisch nicht mehr ausgelöst hatten. Ah, lass dich treffen. Wo bist du? Da bist du. Gottes Willen, ich habe keine Ahnung, wie wir den besiegen sollen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich sehe das als. Nein, 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 befrei dich. Okay. Wir werden es noch ein paar Mal versuchen müssen, denke ich. Mit ein paar verschiedenen Ansätzen. I guess. Aber sind wir ehrlich, ich fühle mich nicht gut genug vorbereitet auf diesen Kampf. Ja, Schussschaden sollte eh nicht das Problem sein für uns eigentlich. Aber wo ist er? Da ist er. Ja, okay, aber ganz ehrlich, das sieht ein bisschen aus, als könnten wir uns dahin. Oh nein, die Zombies. Die Diener, Jünger, wie auch immer. Wo ist Seelenstärke? Da ist Seelenstärke. Wir haben fast kein Blut mehr. Oh mein Gott, es könnte funktionieren. Es hat geklappt. Sind die Leute noch da? Die Leute sind nicht mehr da. Die Ghule. Okay. Okay, wir haben es geschafft. Ich hätte gedacht, das wird jetzt. Ich hätte gedacht, ich muss hier ewig viel rumschneiden. Aber das ging ja klar, oder? Das war noch im Rahmen. Sehr schön. Wir haben unseren Questlog updated. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Ach, wir sind am Eingang.
Am Eingang von dem Bums. Können wir das hier aufbrechen? Nein, können wir nicht. Sehr gut. Sie haben alle Festträger getötet. Erstatten Sie dem Regentenbericht. Erstatten Sie Dämselbericht. Gut, das werden wir tun. Oh Gott. Oh, das war extrem anstrengend. Das war sehr wildes Klicken auf jeden Fall. So, aber den Schaden, den wir bekommen haben, das ist halt alles, also es fällt unter Schlagschaden, heißt es. Das ist ein bisschen unerheblich. Ein Glück, dass hier ein Blutpäckchen rumgelaufen ist. Ein kleines Blut-Tetra-Pack. Und dann auch noch so ein pralles Blut-Tetra-Pack. So, sehr gut. Haben wir nicht ausgesaugt. Haben wieder volles... Oh mein Gott, das ist... Ich hätte nicht mal im Ansatz hoffen können, dass es derartig gut lief. Also, wow. Wow. Sollen wir mal eben im Club vorbeischauen? Dann kann ich euch eine der weiteren Anpassungen zeigen. Ich habe es, glaube ich, im letzten Video kurz erwähnt. Ich habe noch keins davon geschnitten, also von daher. Ja. Ich habe auf zumindest eines der Videos bisher und laut Erfahrungen von anderen wird man sie auf alle bekommen. Copyright Claims auf eines der Videos bekommen aufgrund von Musik. Geld, richtig? Kommen in ein paar Nächten wieder. Ja, schade. Und darum habe ich die Musik ersetzt gegen copyright-freie Musik, die ich so habe, an denen ich irgendwann mal... Es ist natürlich witzig, es ist copyright-freie oder es ist royalty-free Musik, aber irgendwann habe ich mir mal diese Lizenzen erworben. Das gab es bei Humble Bundle. Insofern, das konnten wir benutzen. Ich wollte eigentlich zum Last Round, ne? Warum bin ich da nicht hingelaufen? Es war noch die Euphorie aus dem Kampf. Ja, du siehst auch sehr gesund aus. Aha! Ich habe gehört, in Starfield ist das nicht so gut mit den Augen. Schaut euch das... Immerhin werden wir angeschaut. Was mit dir? Aber die Augen sind natürlich auch nur überhaupt ansatzweise ansehlich, weil ich auch da diesen Mod installiert habe für bessere Augen. Also ich glaube, er heißt Better Eyes. Aber das macht so einen Unterschied. Die Charaktere sehen auf einmal richtig normal aus. Ihr könnt euch nicht vorstellen, da gibt es auch YouTube-Footage von, wie schlimm normalerweise die Augentextur ist. Es ist wirklich, wirklich jenseits von Gut und Böse. Ja, ich glaube, hier bei der Oper rechts oder so war das, ne? Ich meine hier lang, ja. Und dann laufen wir da gerade drauf zu. Ja. Ist das nicht die Ecke? Ist es nicht die Ecke? Können wir hier drüber springen? Bitte sag mir, wir können hier drüber springen. Na. Ah, da kommen wir doch vielleicht mit dem Duckjump hoch. Nein. Okay. Das war jetzt auch nicht der beste Duckjump. Ich gebe es gerne zu, aber... Wir lassen uns mal. So. Das heißt, wir müssen doch hier lang laufen. Ja, in Downtown, also die anderen Schauplätze kenne ich, glaube ich, alle besser als Downtown. Ich war hier immer nur sehr kurz, glaube ich. Santa Monica in- und auswendig. Da ist Last. Okay. Ja. Ich hätte gedacht, man kommt da durch. Naja. Santa Monica in- und auswendig. Hollywood sehr gut. Chinatown auch ziemlich gut. Ja, genau. Auch hier theoretisch Copyright-Musik. Jetzt ist es ein bisschen Metall. Wir schauen mal, ob wir... Ne, wir können nur insgesamt die Lautstärke runterdrehen. Das möchten wir nicht. Aber die Musik war sowieso immer zu laut. Also, wenn sie jetzt zu laut ist, ist das auch okay. Cammy! Der Pestträger und Konsorten sind tot. Du hast alle gekillt? Du! Tja. Du willst wohl, dass ich mich jetzt bei dir bedanke oder so? Verdammt. Danke. Okay, du bist cool. Prahl nicht so rum. Hörst du das? Oh. Oh, ich habe keine Ahnung, was ich gesagt habe. Tief drin bist du vielleicht einer nach. Ich denk drüber nach, Cammy. Ein paar von den Jungs könnten unser Gespräch gehört haben und denken, ich hätte sie nicht alle. Und irgendwer hier in dem Laden garantiert kann nicht sein Maul halten. Warte mal. Angenommen, ich hätte Lacroix satt und wollte zu den Anarchen. Hey, Damsel, du siehst pfiffig aus. Warum kommst du nicht mit zur Camarilla?
Das war keine Antwort, die sie gerne gehört hat. Jetzt nicht auf ihre Merkmale bezogen, aber schaut euch das mal an. Das sieht ja super aus. Das ist ja richtig stark. Das ist, ich habe ein paar Fragen, nichts, sorry. Das, also die Arme sind ja der Hammer. Sehr gut. Gut, ihr haben einen Bericht erstattet und dann können wir jetzt noch dem Regenten von Haus Tremer Bericht erstatten. Weiß ich noch, wo er war? Nein. Es war auf jeden Fall ein auffälliges Haus, in dem er lebt. Haben wir dann alle Prinzville? Achso, dass du die Dane besuchst. Ja, das machen wir danach. Ja. Ja, ja, stimmt. Oh, ja, Hauptstory immer weitermachen, genau. Wir müssen ja oder sollen ja laut Prinz uns dieses Schiff mal genauer anschauen. Das ist auch ein bisschen frech von dir. Naja, das, ich glaube, das machen wir heute noch. Ja, also als nächstes vermutlich. Nee, war falsch, ne? Hm. Links, rechts. Rechts, links. Hallo. Es sieht okay aus, ne? Naja. Gut, hallo. Hallo, Neonate. Hallo, Neugeborener. Wie kann ich dir helfen? Können wir ein paar Minuten reden? Natürlich. Ich habe das Problem mit der Epidemie gelöst. Ja, eindrucksvoll. Was war die Quelle der Epidemie? Es war keine Fledermaus. Es war ein Blutkult, geführt von einem Vampir namens Bischof Vic, ein Seuchenträger. Erzähl mir von diesem Bischof. Er wollte das Ende der Welt herbeibringen. Ah, ich sehe. Das könnte allerdings sehr gut passieren. Aber zurück zum Geschäft. Ich muss eine Schuld bei dir begleichen. Ja, das musst du. Wenn du möchtest, kann ich dir einen einzigartigen Talisman geben, der in der Zukunft nützlich sein könnte. Ansonsten könntest du auch Geld bekommen. Ja, Geld haben wir eigentlich ganz gut, ne? Wir sind Clubbesitzer, natürlich haben wir Geld. Ich nehme den Gegenstand. Eine weise Entscheidung, Neugeborener. Wahre Macht liegt nicht im Reichtum, sondern in den Dingen, die man davon kaufen kann. Ich hoffe, es wird dir gut helfen. Es gibt noch was ich brauche. Ein paar Fragen. Nee, eigentlich nichts Spannendes. Ja. So, was war dieser Talisman? Blutstern. Alle Kainskinder haben die angeborene Fähigkeit, ihre untoten Körper an die Grenzen der Sterblichen zu treiben, aber nur kurz und für einen hohen Blutpreis. Dieser düstere Talisman wurde geschaffen, um diese Fähigkeit zu verstärken. Die Dauer von Bluterhöhung wird verdoppelt. Extrem stark. Extrem gut. Wir benutzen andauernd Bluterhöhung, weil wir in den Kämpfen echt schlecht aufgestellt sind. Also Bluterhöhung ist halt was. Also wir schauen mal eben, wir haben aktuell physisch Körperkraft, Geschick und Widerstand 1, 2, 1. Und wenn wir es... Also wir dürfen hier keine Disziplin benutzen. Wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Kommen wir hier oben rein, theoretisch? Nein. Na, bitte. Und es macht halt unsere physischen... Attribute besser. Ne? Aufs Maximum erhöht es die. Ja, also zumindest in diesem Spiel tut es das. Und damit fahren wir relativ gut. Und jetzt wird die Dauer davon verdoppelt. Das ist echt gut. Oder nee, erhöht zumindest. Ne? Nun, alles gut. Ich probiere mal was aus. Nein. Okay, ich dachte F3 wäre für alle Disziplinen beenden. Wie auch immer. So. In Downtown haben wir nur noch das hier. Am Strand von Santa Monica wartet ein Boot auf sie, das sie zum Schiff bringt. Sie sollen den Sarkophag von Ankara begutachten, herausfinden, was die Polizei weiß und das Frachtregister des Schiffs stehlen und vor allem nicht Amok laufen. Das schaffen wir ganz bestimmt. Sie haben Milton zur Festleite. Also ja, das Lucky Star Hotel ist in Hollywood.
In einer verlassenen Lagerhalle, dem Schauplatz des letzten Mordes, haben sie mit einem Penner gesprochen. Er hat die Tat beobachtet. Er hat das Opfer auseinandergerissen und es als Rache bezeichnet. Ja gut. Na gut, na gut, na gut, na gut. Ah, wir könnten auch mal wieder Blut gebrauchen, ne? Nachdem ich gerade hier demonstrativ was benutzt habe, was eingesetzt habe. Oh, hi! Das ist aber toll, dass du da bist. Dass wir uns hier noch mal kennengelernt haben. Oh nein! Er ist aber ein Sabbat-Dude, ne? Will der mich überhaupt angreifen? Nein. Nein, Quatsch. Okay, alles klar. Er rennt weg. Alles klar. Gut, gut. Wir wurden nicht wirklich gesehen. Es war aber echt knapp. Wohin? Where to? Kollege. Where to? Ah. Fahren Sie, ich sag's Ihnen, wenn ich Lust bekomme. Nirgendwo hin. Ich sag's, wenn ich Lust bekomme. Santa Monica. Offensichtlich nach Santa Monica. Sehr, sehr gut. Okay, schon einiges erledigt. Wir sind wieder zu Hause. Hier gab es wirklich nichts mehr zu tun, großartig. Vielleicht nochmal ein kleines Update bei dem, meine Güte, Pickpatrick? Kilpatrick, genau. Fitzpatrick, wollte ich sagen, und hab da... Ja, okay. Ah, er ist immer noch ein bisschen weggetreten. Die erholen sich auch alle immer nicht so gut, ne? Nun. Komm, werd wach. Na, ist egal. Mit dem auf jeden Fall würde ich mich gerne nochmal auseinandersetzen bezüglich diesem Muddy-Typen, den wir immer noch suchen, der anscheinend auch verschont geblieben ist bisher. Theoretisch. Wir können hier auch reingehen und wahrscheinlich erzählen, jo, wir sind jetzt auch im Nachtclub-Business. Ein Flugzeug, sehr cool. Ja. warum? Ich habe gerade noch damit geprahlt, wie gut ich mich hier auskenne. So, ja. Zum Beach. Was steht da? Compact. Ah. Und die anderen wahrscheinlich für Trucks oder was? Okay. Wie auch immer. Wir gehen mal zum Pier. Und denken einmal über unsere Stat-Verteilung nach, ne? Sicherheit, Heimlichkeit. Ist das genug für Geschick? Ja. Okay, ich möchte mehr Geschick haben, weil Geschick mehr Schlösser knacken und mehr Schleichen macht. Das, ich sag mal so, wirklich nicht der typische Bild für ein Ventru, aber das sind die Sachen, die wir leider relativ viel brauchen am Anfang. Und bevor wir hier... Wer bist du nochmal? Mercurio! Hey du, was soll ich sagen? Du hast meinen Arsch gerettet. Ich weiß es echt zu schätzen, dass du nichts gesagt hast und du sollst es wissen, dass ich mich um Leute kümmere, die mir einen Gefallen tun. Also ab jetzt, wenn du Ausrüstung oder Infos brauchst, besuch mich in meinem Apartment jederzeit. Ja, wir haben ihn extra nicht verpfiffen, das stimmt. Was machst du hier draußen? Ich wollte nur sicher gehen, dass du weißt, dass ich dich schätze. Und wie gesagt, wenn jemand was braucht, ich kann es besorgen. Wie dieses Boot zum Beispiel. Du siehst aus, als ginge es dir besser. Ich sagte dir, das Blut von euch Typen ist erstaunlich. Hat ein paar Wunden geheilt. Den Rest hat ein Hinterhofarzt erledigt. Ich habe die Prügel gebraucht, als Denkzettel, dass ich mich nicht überschätzen sollte. Das war das letzte Mal, dass mir sowas passiert. Ja, hoffen wir. Für diesen kleinen Ausflug bräuchte ich vielleicht Ausrüstung. Ach übrigens, ich habe heute früh unseren Freund auf der Klippe besucht. So eine Überdosis ist ein qualvolles Ende. Vor allem, wenn neben dir auf dem Boden deine eigene Kniescheibe liegt. Was soll ich sagen? Rache kann übel sein. Definitiv, was hast du, das ich gebrauchen könnte? Munition. Ja, ist gar nicht verkehrt, ne? Wie viel Munition haben wir denn? 44 haben wir. Das ist eine 12er Schachtel. Ach komm. Sonst ärgert man sich hinten raus, dass man es nicht dabei hatte, ne? Da haben wir genug von. Das ist okay. Was können wir dir verkaufen? Goldring. Wir könnten es schon verkaufen. Andererseits, warum sollten wir?
Weil vielleicht werden wir irgendwann nochmal besser im Feilschen, dann können wir da mehr Geld für rausholen. Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Diesen Führerschein. Autoradios, ja, auch das gleiche. Können wir nur nicht endlos viel von tragen immer. Aber noch geht's, noch, alles gut. Wir haben nichts, was wir explizit kaufen möchten, aber ja. Weißt du was über den Mord am Pier? Fragen wir immer. Moment, weißt du was über den Mord am Pier? Fragen Zukunft? Nee, alles gut. Sie hatte tatsächlich irgendwann mal gesagt, don't open it oder sowas, ne? Kannst du mal anfangen. Gut. Gott, es ist so unendlich dunkel. Wie kommen wir da jetzt drauf? Ich sehe nichts. Ich sehe original nichts. Sehr schön. Graph out of date. Okay. Gut. Damit sind wir an einem neuen Szenario angekommen. Nämlich dem Boot mit dem Sarkophag von Ankara. Die Frage ist, können wir einfach so mit ihm reden? Müssen wir ihn umbringen? Was wird passieren? Ah, okay. Ach, Herrgott, nochmal. Sagen Sie Jacobson, wenn der Chefredakteur werden will, muss er schon. Okay. Ich kann Ihnen nicht mal gute Geschichten besorgen, wenn er mir Schulabgänger schickt, die zu blöd sind, um sich unauffällig anzuziehen. So, was sind die Antwortoptionen? Jacobson hat nicht viel erzählt. Er hat davon. Was? Er hat nichts davon gesagt, dass, keine Ahnung, dass es so förmlich werden würde. Ja, okay. Wir sagen. Ah, okay. Er hat nichts davon gesagt, dass das hier so förmlich würde. Jacobson hat mir nicht mehr viel erzählt, dass meine Re Redakteur mir sagt, was mein Redakteur mir sagt, geht nur ihn und mich was an. Ja, komm, Jacobson hat mir nicht viel mehr erzählt. Herrgott, hätten Sie nicht wenigstens irgendwie als Inspektor hier auftauchen können? Oder einer von der Küstenwache, was auch immer. Haben Sie niemals Fletch gesehen? Bekommt man Diplome heutzutage hinterhergeschmissen? Genug, wir müssen jetzt schnell machen, wenn wir nicht erwischt werden wollen. Okay. Also, ich habe hier eine Kopie des ersten Berichts für Sie. Ich kann Sie auch in die Kabine reinbringen, aber danach müssen Sie sich dünn machen. Wenn Sie erwischt werden, kenne ich Sie nicht. Und ja, keine Fotos mit Blitz-Superhirn. Wo geht's lang? Warten Sie eine Sekunde. Heinz an Marsch. Heinz an Marsch. Marsch, Sie werden oben an der Brücke gebraucht. Over. So, der Dokumentenraum sollte frei sein. Verstanden. Die Treppe dahinter. Ihnen runter und schön ducken. Wenn Sie unten sind, warten Sie, bis ich über Funk den Typen wegschicke, der Gang A bewacht. Sobald er weg ist, bewegen Sie Ihren Hintern. Er darf Sie nicht sehen. Ich gebe Ihnen ein paar Minuten, aber trödeln Sie nicht. Rein und wieder raus, okay? Nicht vergessen, keiner darf Sie sehen. Wenn Sie jemand sieht, sind Sie auf sich allein gestellt. Gehen Sie die Treppe zum Dokumentenraum hoch. Da oben ist der Computer. Das Passwort ist Lighthouse. Lighthouse, ein Wort. Verstanden? Verstanden. Yep, verstanden. Meine Güte, das war extrem anstrengend. Wir speichern noch mal ganz kurz. Das möchte ich nie wieder tun. Okay, die Treppe hinter uns runter. Die Treppe hinter mir lang. So. Ich habe einen Bartenwal gesehen. Die Tür hier können wir öffnen. Ist das der Dude, den er wegschicken will? Nee, eigentlich nicht, ne? Nun. So, was geht hier ab? Ein bisschen Blut, I guess. Okay. Ah, oh, dieses. Dass das hier immer so schief steht, ne? Oh, wir haben es geschafft. Wir haben mal wieder eine Tür geknackt. Super. Klassische Ventrue-Nummer. Nächste Tür. Sehr schön. Frachtbrief. Den haben wir auch. Okay. Und dann müssen wir uns noch den Sarkophag anschauen, ne? Das sind ja unsere Aufgaben gewesen. Wir sollten den Sarkophag begutachten.
Herausfinden, was die Polizei weiß, das haben wir schon. Das Frachtregister stehlen haben wir auch. Und dann müssen wir uns jetzt nur noch selber einmal den Sarkophag angucken. Und ganz ehrlich, vielleicht auch noch ein bisschen nuckeln, ne? Fuck! Entschuldigung. Jetzt versuchen wir nochmal. Ja, ja, ist ja okay. Wir haben uns schon unterhalten. Entspann dich. Der ist ja maximal verbuggt gerade, ey. Eieieiei. Okay. So, okay, wir kennen jetzt den Weg. Wir wissen, dass hier nichts auf uns wartet. Bitte. So. Da. Die Tür kriegen wir auf und dann die danach. Das wird easy. Und dann können wir hier auch die Treppe hochgehen, ne? Das wird ganz gut. Ja, es stört mich einfach, wenn wir nicht alle Blutpunkte voll haben. Was passiert hier noch? Oh, da steht auch einer. Wie gesagt, ich möchte in solchen Missionen, für die wir nicht gut vorbereitet sind, gerne das Speichern und Laden Feature, es ist ja kein Exploit, es ist ja ein Feature, gerne benutzen. Lighthouse. Aber wir können trotzdem versuchen, es zu hacken, ne? Einfach nur. Logbuch. Ne. 5 reicht anscheinend nicht. Light. Achso, nee. Achso, müssen wir noch gar nicht eingeben. Berichte. Lighthouse. Achso. Logbuch. Lighthouse. Hä? Lighthouse. Lighthouse? Das ist so richtig. Nun, probieren wir nochmal zu hacken. Vielleicht ist es ein anderes Passwort. Ja, es scheint ein anderes Passwort zu sein. Okay. Technik. Versuchen wir auch mal zu hacken. Nee. Technik. Lighthouse. Accepted. Super. Motor ein. Motor läuft. Nebelhorn. Nebelhorn betätigt. Kamera. Kameras. Ein. Türen auf. Alle Schotten offen. Logbuch. Habe ich ein großes Interesse dran, aber Lighthouse war nicht richtig. Doof. Nee, können wir auch nicht hacken. Blöd, schade. Da wären bestimmt spannende Infos gewesen. Nun, wie auch immer, wir schauen mal auf die Kameras. Ach, fällt das jetzt unter? Ich habe mir den Sarkophag angeschaut. Das ist natürlich super. Weil ich die Kameras angemacht hat. Ja, ja, warum auch nicht, ne? Die Aufgabe war eigentlich, uns dem Sarkophag zu nähern, um zu schauen, ob wir irgendwie ein komisches Gefühl kriegen oder so. Aber so haben wir uns den natürlich auch angeschaut, auf eine gewisse Art und Weise. Schön. Schön, schön. Gut, dann würde ich sagen, jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier. Was einer... Bitte, bitte sei nicht so. Sei nicht so zu mir, Spiel. Danke. Was einer meiner Lieblingswitze aus Schule des Manitou ist. Wo Santa Maria in diese Höhle geht und sagt, jetzt aber raus hier. Und das Echo von amerikanischen Ureinwohnern produziert wird. Hallo, 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 hallo. Und dann, jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier. Und sie sagen es einfach und dann gehen sie, jetzt aber raus hier. So, hier ungefähr... Ja, ja, nerv mich bitte nicht. Der ist ein bisschen sehr hängen geblieben, ne? Im wahrsten Sinne, nicht im übertragenen. Okay. Und das ist übrigens auch, was ich ein paar Mal schon meinte, so würde ein Ventru ein Problem lösen, ne? Irgendjemanden bestechen, der was zu sagen hat. Oder wie sagt man? Der
zumindest Einfluss hat, wenn es auch nur auf so einem niedrigen Niveau ist. Und, naja, also, man ist ja ein Vampir und hat ja selbst Einfluss auf Sterbliche, wie zum Beispiel Polizisten, Politiker und so weiter und so fort. Und darum kann man ja auch einfach, wenn man was haben möchte, jemanden fragen. So, Second Street ist, glaube ich, das Taxi. So, aber das war ja easy. Rein, raus, nichts passiert auf dem Weg. Keine Konfrontation. Alles im First Try, offensichtlich. Lief sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut lief das. Ich glaube, wir haben nur 3 Safe States gemacht oder so. Okay, hallo. Wohin? Ja, wohin? An den anderen Ort. Das wäre gut. Oh nein. Und das ist aber unangenehm. Und das ist aber jetzt unangenehm. Ach! Hey, ich weiß, das klingt alles unheimlich und so, aber bitte schicken Sie mich nicht weg, okay? Jemand hat mir gesagt, ich könnte Sie hier finden. Ich meine, ich habe überall nach Ihnen gesucht, seit dieser Nacht, weil ich einfach... Ich stehe in Ihrer Schuld. Ich möchte Ihnen helfen. Ich schulde Ihnen mein Leben und ich habe das Gefühl, das muss... ich muss Ihnen das vergelten. Oh, und übrigens, ich bin Heather. Heather Poe. Ich komme Ihnen doch nicht komisch vor oder so, oder? Ja, das ist in einer der ersten Folgen, muss das gewesen sein, ich glaube die erste Folge, die Frau, deren Leben wir im Krankenhaus gerettet haben, indem wir ihr Blut gegeben haben und die uns anschließend an die Security verraten hat. Das war sehr, sehr gut. Seitdem können wir das Krankenhaus nicht mehr betreten. Nun. Ja, das kommt in diesen Nächten kaum noch vor. Du siehst viel besser aus, das freut mich. Nein, ich wusste, dass du zurückkommen würdest. Du könntest nützlich sein. Heather, du solltest nicht hier sein. Dreh dich um und geh wieder nach Hause. Du kannst dich mit mir nicht einlassen. Nein, ich wusste, dass du zurückkommen würdest. Ich kann nützlich sein, ich weiß das. Ich tue alles, was ich kann für sie. Ich sehe sie hier. Hier. Ich habe das für Sie besorgt. Ich dachte, vielleicht können Sie das brauchen. Ich kann nützlich für Sie sein. Ich würde alles tun. Sagen Sie mir nur, dass ich Ihnen helfen und bei Ihnen bleiben darf. Das ist mir wieder, dass ich mich wieder so fühle. Ja, natürlich, Heather. Es würde mich sehr freuen, wenn du bei mir bleibst. Wenn du dich wieder so fühlen möchtest, dann musst du es dir verdienen. Oh Mann, habe ich einen Fehler gemacht, Heather. Ich habe das nur getan, um dein Leben zu retten. Du musst ja schon verdienen. Echt? Ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht bereuen. Versprochen. Ich besorge Ihnen Geld, ich besorge Ihnen Sachen, alles. Ich will Ihnen wichtig sein. Warte bei mir auf mich. Ich kann nicht zulassen, dass du mir nachrennst. Das ist gefährlich. Solange du nützlich bist, bist du mir wichtig. Warte, Heather, es tut mir leid. Du musst dein eigenes Leben leben. Nein. Solange du nützlich bist, bist du mir wichtig. Ich weiß, wo Sie wohnen. Da habe ich zuerst nachgesehen. Ich warte in Ihrer Wohnung auf Sie und wenn Sie zurückkommen, kümmere ich mich um alles, was Sie wollen. Ich würde alles für Sie tun. Tu das und räum dabei die Bude ein bisschen auf, okay? Bis dann. Ja. Sie ist unser Ghoul. es ist ein bisschen ein Zufall gewesen, dass wir diesen Impuls hatten, ihr unser Blut zu geben, aber sie ist unser Ghoul geworden und sie hat so eine psychische und körperliche Abhängigkeit zu uns, weil sie selber davon körperlich profitiert, wenn sie unser Blut konsumiert. Und das ist, deswegen hat sie überlebt. Oh Gott, muss ich ernsthaft mich erst anmelden bei Chunk? Ich möchte wieder zu LaCroix. Ja, sicher. Er hat gesagt, ich soll sie sofort rausschicken. Viele Leute wollen zu ihm, netter Kerl. Irgendwie ein bisschen seltsam, aber es geht mich nichts an. Wie geht's, Chunk? Komm. Ach, ich halte unerwünschte Leute draußen und sorge bei den Unschuldigen für Sicherheit. An mir schneiden sich Spinner von anständigen, hart arbeitenden Leuten. Solange ich da bin, muss Mr. LaCroix sich keine Sorgen machen. Er weiß das sicher zu würdigen. Bis später, Chunk. Ja. Ja, genau. Der, weiß ich nicht, 2,30 Meter Typ neben ihm. Der hat da bestimmt keinen großen Einfluss drauf. Oha! Ich habe alles gesagt, was im Moment nötig wäre. Okay, das wären die Primogen, die Regenten
der einzelnen. Oder nee, das waren alles Trimäre wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich waren das alles Trimäre. Ich dachte, das wären jetzt die Primogene, die einberufen worden sind. Ist egal. Es waren, glaube ich, nur Trimäre. Ich habe keine Zeit für einen Monolog. Sag mir einfach die Stichpunkte, was du gesehen hast. Jeder an Bord wurde massakriert. Es gab keine Überlebenden. Und der Sarkophag von Ankara, was hast du gesehen? Der Boden war voller Blut. Den Handabdrücken nach wurde er von innen geöffnet. Geöffnet? Ziehen wir keine voreiligen Schlüsse. Gib mir das Frachtregister und deine Aufzeichnung. Ich kümmere mich später um dieses Chaos. Bei deiner Ankunft hast du vielleicht das Defilé. Oh mein Gott, ich kenne dieses Wort nicht. Wehleidiger Waschlappen auf den Hinausweg bemerkt. Ich weiß nicht, worum es da geht. Ach so. Ich dachte jetzt beim Verlassen des Bootes, beim Betreten des Raumes. Worum ging es da? Die Erstgeborenen, die Ahnen der Clans dieser Stadt, also doch die Primogene, eine lästige Bande, die nur an ihre eigene Haut denkt. Und deshalb waren sie da. Es scheint, Alistair Grout, der Erstgeborene der Malkavianer, hat entweder vergessen, wie man ein Telefon benutzt, oder ist verschollen. Wenn jedes kleine Problem ein Sandkorn wäre, hätte ich jede Nacht eine Wüste. Die Erstgeborenen sind beunruhigt wegen des Sabbats. Grouts Anwesen liegt in den Hollywood Hills. Ich brauche dich, damit du Grout aus der Ecke lockst, in die er sich verkrochen hat und er sich bei uns meldet. Was für eine Zeitverschwendung. Ein Hausbesuch bei einem Stubenhocker, das ist Ghoul-Arbeit. Ja. Ja. Jedes Problem, das man mir bringt, muss gelöst werden. Diese scheinbar nichtigen, zeitraubenden Trivialitäten sind die Geißel meiner Nächte. Und daher, wenn ich dir eine einfache Aufgabe gebe, will ich von dir nur begeisterte Zustimmung hören. Verstanden? Ich löse ihr Problem, was kriege ich? Ja. Mein Dank. Und das bedeutet in dieser Stadt einiges. Na, es geht so. Okay, was soll ich tun? Ja, Grout. Wie gesagt, Grout ist der Erstgeborene der Malkavianer. Sein Verhalten und sein Zuhause sind, milde gesagt, exzentrisch. Er ist kürzlich etwas paranoid geworden. Vielleicht musst du ihn dort unter jedem Bett suchen. Ich habe noch ein paar Fragen, bevor ich gehe. Wahrscheinlich habe ich ein paar Sekunden. Ich wollte etwas über einige Leute wissen. Beckett. Du hast Beckett getroffen. Ja, er war so fröhlich, so höflich, seine Gegenwart in meiner Stadt anzukündigen. Die Kainskinder vergöttern ihn, die meisten jedenfalls. Beckett ist der Inbegriff des renommierten Gelehrten, doch ebenso ein einsamer Wolf, der nur seinen intellektuellen Zielen Treue zeigt. Ich wollte etwas anderes fragen, das wäre... die Camarilla... Was andere Fragen? Jack. Der Mann ist eine Plage. Das Chaos in Person. Wann auch immer er in einer Stadt auftaucht, ist es nur eine Frage der Zeit, bevor irgendein Unglück auf seine jüngsten Kapriolen folgt. Ich bin bereit, Grout zu besuchen. Alles gut. Wenn wir von Grout hören, darfst du wiederkommen. Na? Er wird ja wirklich... Der wird ja deutlich... Also 2,30 Meter ist, glaube ich, eine sehr gute Schätzung. Nun, wie auch immer. Um einmal noch mal kurz ein bisschen was loszuwerden. Ein Malkavianer Erstgeborener ist halt der höchste Alkavianer in einer Domäne. Und Malkavianer sind vom Blutfluch aus etwas verrückt. Auf die verschiedensten Arten und Weisen. Also psychisch krank. Das kann von Paranoia bis... Also Paranoia, Schizophrenie, solche Sachen sind ganz gängig, aber auch Zwangsstörungen oder so. Oder auch, dass man sich ganz witzige Sachen einredet. Das ist für die Umwelt immer ein bisschen belustigend, aber ja, es ist nun. Er ist der Prinz und das hier ist übrigens sein Sheriff, so wird das genannt. Der ist, ich glaube, es hieß auch, dass Lacroix ihn irgendwo in Afrika aufgegabelt habe. Und ein Typ wie ein Baum, ne? Mit Händen wie Bratpfannen oder Händen wie Klodeckeln. Ja.
Nee, aber Malkavianer sind. Das Problem ist meistens, wenn ein Spieler ein Malkavianer spielt, dann wird das so sehr überzeichnet. Aber eigentlich, also wird diese Krankheit sehr überzeichnet und definiert auf einmal diesen Charakter. Es muss aber gar nicht so sein. Oh, die nächste Cutscene. Wir sind nämlich auf dem Weg nach Hollywood gewesen. Du, was machst du hier? Hey, Nines, alles klar? Ja, komm. Nein. Das war eigentlich keine Entscheidungsfrage. Bist du auch an Grouts Verschwinden interessiert? Du solltest von hier verschwinden. Das ist kein guter Ort. Entschuldige mich. Warum? Was ist da drin? Und er antwortet, nicht. Und die Kamera ruckelt beim Hochfahren. Okay. Gut. Vielleicht ist es das nächste Geisterhaus, was wir uns mal anschauen. Ist ja auch interessant, dass wir Rodriguez da gesehen haben, ne? Vielleicht schauen wir uns erstmal ein bisschen auf dem Anwesen um, bevor wir einfach durch die Tür reinspazieren. Aber es scheint nicht wirklich was zu geben. Das ist okay. Es gibt keinen Seiteneingang. Alles in Ordnung. Obwohl. Auf der anderen Seite sollten wir auch nochmal eben gucken. Nee, das war eine Eule. Ich dachte kurz, es würde. Es ist auch eine Kampfzone. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was hier so abgeht. Oha. Wie lange nehmen wir schon auf? Ja, okay. Hallo? Ist alles gut bei dir? Ist alles gut bei dir? Ah! Mach das nicht! Mach das nicht! Lass dich einfach trinken! Sehr gut. Nein! Nein, wir haben es abgebrochen! Wir werden sie einfach trinken. Es ist okay. Ja, es ist halt Grouts Anwesen. Und nun, es ist ein bisschen sehr eindimensional, was hier so passiert. Hier laufen Psychos rum. So, das ist die Kurzform. Questlog updated. Sie haben Grouts Anwesen betreten und irgendwas daran ist merkwürdig. So. Aha. Lass dich trinken. Yes. Also nicht, dass wir Bedarf hätten, aber es ist eine gute Methode, jemanden zu besiegen. Ne? Ah, okay. Alles klar. Also wir prügeln uns hier ein bisschen durch, auf die schönste Art und Weise, die man sich vorstellen kann. Er hätte sogar Krallen, ne? Ja, das ist doof. Aber so können wir direkt den schwerheilbaren Schaden wegheilen und überhaupt unseren Schaden wegheilen. Wir machen ihn handlungsunfähig und fügen ihm tödlichen Schaden zu. Also von daher, viel besser könnte es für uns nicht laufen, als jemanden auszusaugen grundsätzlich. Es ist nicht Super Mario. Super Mario 64, so. Das Bild haben sie aber gut hochskaliert, ne? Also wow, krass. Denn es gibt gar nicht. Ich habe ja keine Texturmods außer für die Augen drin. Das heißt, im Originalcode sah es schon so aus. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das gibt es halt leider nicht, trotz Unofficial Patch, ne? Dass man anständige Texturen hier draufballert. Aha. Ja. Auch da wieder. Ein bisschen eindimensional. Oh, ein Verrückter. Das ist ja witzig. Was passiert hier? Okay, also anscheinend kurze Gedanken. Wahrnehmung schärft den Guy. Also anscheinend sind es Gedanken, die er da von sich gibt. Bezüglich, also eine sehr, wie sagt man, akademische Sichtweise. Ja, wir haben keine Subtitles bekommen. Obwohl wir sie eingeschaltet haben. Eine sehr akademische Sichtweise auf seinen vampirischen Fluch. So. Wahrnehmung schärft den Geist und herrscht über die Grenzen der Zeit. Zeit lässt die Wahrnehmung ermüden und verfälscht den Geist. Der Geist ist launisch und wirkt in vielerlei Hinsicht auf Wahrnehmung, Zeit und den Geist selbst. Harmonie bringt Fortschritt. Okay. Es klingt nach einem Rätsel bezüglich
Geist, Zeit und Wahrnehmung. Okay. Zeit, Geist, Wahrnehmung. Ich würde behaupten, alle drei sind an. Und ich behaupte, jetzt können wir weiter? Können wir nicht weiter? Okay. Ach, die hier ist nicht an. Ah, okay. Ach so, ja, ja. Mhm. So, alles klar. Das oh nein, oh nein. Wir haben aber auch ein tolles Buch bekommen, ne? Das war jetzt so ein kleines Rätsel. Ich hatte ein bisschen Glück. Scarlett Torkelson. Biografie. Die durchbohrte Dame. Assistentin von Zitteraal Manfretti, dem berühmten epileptischen... epileptischen Messerwerfer. Super. Ja. Welchen Stat wird das erhöhen? Wir wissen es nicht. Wir probieren es einfach mal. Stats increased. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwie sowas wie Akrobatik. Das gibt's gar nicht, ne? Ausweichen. Natürlich ausweichen. Das ist logisch gewesen. Ja, okay. Hätte ich drauf kommen können. Machen wir nochmal irgendwas in Charisma-Erscheinungsbild. Charisma macht was? Überredungskunst. Ja, komm. Komm. Wir haben gerade die Punkte. Sowas ist ganz gut. Hier hätte ich theoretisch auch gerne noch ein paar mehr Punkte, aber ja, es gibt zu wenig Erfahrung immer, ne? Hier, nee, hier kommen wir nicht hoch. Wir haben ja die Tür irgendwo anders geöffnet. Hier. Nicht hier, sondern hier vorne, genau. Da. Oh, hi! So. Blutpunkte investieren und direkt wieder auffüllen. Sehr, sehr gut. Ja. Ich weiß noch, als ich war ja kein Kind, als ich das gespielt habe. Ich war schon relativ jung. Das fand ich hier extrem unheimlich. Ich fand auch hier Alice und sowas fand ich auch ein bisschen unangenehm immer. Diese so Schachbrettmuster und so. Das ist finde ich einfach nicht so cool. Bitte, kannst du bitte beendet sein? Danke. Jetzt gibt's dich noch. So, es scheinen ja auch übrigens keine Vampire oder Ghule zu sein, weil die würden vermutlich in... nicht in so Ragdolls dahinscheiden, sondern in... also entweder zersplattern oder in einem Skelett zerfallen. Was das Ganze hier noch ein bisschen blöder macht, irgendwie. Wo möchten wir hin? Wo kommen wir her? Wo wollen wir hin? Das ist auch eine grundsätzliche psychologische Frage. Aha! Also das heißt, jetzt können wir nach da oben. Und haben auch schon gesehen, dass da jemand auf uns lauert. Anscheinend nicht auf uns lauert, sondern irgendwie einfach so lauert. ja. Das ist auch so eine Sache, so ein Malkavianer, der ja vom Blutfluch ausgehend verrückt ist, wie gesagt, jetzt ohne Vorurteile, sondern auf die verschiedensten Arten und Weisen in den schillerndsten Nuancen, die man sich vorstellen kann, gibt diesen Irrsinn, wie es heißt, auch immer an seine Ghule weiter und an alle, die von seinem Blut trinken. Das sieht mir ein bisschen zu entspannt aus, wie du hier liegst. Okay, anscheinend bist du nicht ein Gegner, der mich überraschen soll. Na gut. Oder doch? Nein, okay. So. Und je mächtiger so ein Vampir ist, desto mehr Einfluss hat er auch einfach durch seine bloße Anwesenheit auf die umliegende sterbliche und unsterbliche Bevölkerung. Und von daher ist so ein... Um es einfach mal so einfach wie möglich zu bezeichnen, ein Irrenhaus wie das hier, ist schon ein bisschen plausibel.
in dieser Welt. So. Was gibt's hier noch? Ach, Leute. Der grüne Raum. Ja. Er ist ja der gefährlichste. Den müssen wir eigentlich immer zuerst ausschalten. Aber wir fahren gar nicht so schlecht tatsächlich mit unseren doch sehr mäßigen Kampfskills. Wir sollten einfach immer nur schauen, dass wir den letzten in einem Raum aussaugen. Ja, lohnt sich gar nicht. Ah, ich habe sie wieder weggeworfen. Nein. Aber wir haben noch echt viel Geschicklichkeit auch. Eigentlich sollte das ja ganz gut funktionieren, ne? So. Seelenstärke lohnt sich nicht, Blut. Ja, ich hätte auch gerne eigentlich mehr unseres Disziplin geskillt. Das ist so blöd alles. Ja. Achso, ich habe jetzt nicht nach den 10 würde es kosten. Ja, Disziplin steigern ist richtig teuer. Nun. So, was gibt's hier? Eine geschlossene Tür, stellt euch vor. Mhm, hier wird anscheinend jemand gegessen, weil das so eine typische Sache ist, die Leute, die ein bisschen Kuckuck sind, machen, ne? Ah, die Tür ist jetzt offen, cool. Das heißt, wir gehen mal hier lang weiter. Ein Kuchen, dachte ich. Nein, es ist ein Hörspiel. Ein Tonband. Es ist ein Spiegel, ne? Das war jetzt ein Spiegel, oder? Oder ist auf der anderen Seite einfach nochmal derselbe Raum? Man weiß. Aha! Das ist ja spannend. Das ist ja richtig spannend. Aha. Aha. Obwohl wir hier eine von den beiden beseitigt haben, stellt sich das nicht so im Spiegel dar. Das ist ja verrückt. Das haben wir beim Austrinken gesehen. Nun. Wir spielen es mal ab. After decades of solitary study into this affliction, I have learned that it is by no means my alone. Indeed, the city is home to an entire society of similarly afflicted individuals with whom I've only recently made contact. They are an understandable standoffish sort by and large, but I have been able to confirm with them that the condition is eine weitere psychologische Einschätzung von der Situation. Und eine Analyse der Tatsache, dass er ja anscheinend andere ähnlich Betroffene gefunden hat und sowas. Es ist sehr, 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 sehr trocken auf jeden Fall. So, um es einmal abzukürzen, was da so erzählt wird. Er scheint so ein bisschen entfremdet davon zu sein, dass er wirklich ein Vampir ist und sieht das Ganze eher als psychologische Störung. Nennt es aber auch gleichzeitig Vampirismus. Oha. Ah, das ist die Klappe, okay. Wo wir am Anfang nicht hochgekommen sind. Chaos, wie auch der Geist, kann nur durch die Wissenschaft verstanden werden. Ordnung dagegen ist immer nur so gut wie die Wahrnehmung derselben Zeit. Zeit in der ist der Schlüssel, der die zwei verbindet und Zeuge wird sie kommen und gehen. Und Zeuge wie sie kommen und gehen. Okay, keine Ahnung. Chaos, Schlüssel, irgendwas. Ich werde es einfach ausprobieren, ohne da jetzt drüber nachzudenken. So. das ist natürlich ein schönes Rätsel von der Sache her, aber ja, gut. Bei so wenig Optionen ist es ja relativ leicht. Wo ist die Tür aufgegangen? War das hier? Nee, da sind wir hergekommen. Ich glaube hier unten, ne? Also ein Bücherregal ist doch beiseite gegangen, oder? Ja, da. Okay. So. Eieieiei. Das sieht wieder nach so einem Bereich aus, in dem wir mit einem falschen Schritt ganz viel neu spielen müssen. Ein Schalter.
Es hat nicht gereicht, diesen Schalter zu betätigen. Open oder close? Close. Open. Ist der hier... Aha! Gut. Was passiert hier? Tarulza. Dieser schwere Fangzahn muss einem wilden Raubtier gehört haben. Sie sind beruhigt, dass es jetzt eines weniger davon gibt. Ihr Risiko, in Raserei zu geraten, nimmt ab. Sehr gut. So, jetzt konnten wir den nächsten ausmachen. Jetzt konnten wir den letzten ausmachen. Sehr schön, jetzt dürfen wir hier durch. So. Spannend. Im roten Raum ist anscheinend eine Tür aufgegangen. Gut. Haben wir ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen. Grouts Allerheiligstes aufgeschlossen. Das klingt auch ein bisschen wie ein Euphemismus für irgendwas. Wo war der rote Raum? Und das ist, warum mich das auch so genervt hat in dem Raum mit den Obdachlosen und so. Das ist halt... Doch, das ist die Tür, ne? Ja. Weil hier respawnen die Gegner halt auch nicht. So. Gut. Und was Kollege Grout mit uns machen möchte, werden wir, glaube ich, im nächsten Teil herausfinden. Wir sind jetzt in seinem Allerheiligsten. und das werden wir beim nächsten Mal weiter erkunden. Ich denke, das ist fair. Der Part ist jetzt wirklich lang genug. Gut, an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich schon darauf, wie es hier weitergeht, und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei wärt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.